Hallo Sportfreunde, ich begrüße euch aus Grevenrother von der zweiten Bundesliga im Gewichtheben. Ich wurde von den Gewichthebern eingeladen und war dort als Zuschauer heute anwesend. Es war ein sehr spannender Wettkampf und hier ein paar Bilder von den Grevenrother Gewichtheber. Sie sind schon seit über 50 Jahren sehr aktiv im Gewichthebersport, haben eine Unmenge an Auszeichnungen, Pokalen und Medaillen in ihrem Trainingsraum hängen. Eine sehr interessante Sportgeschichte und natürlich auch ein Haufen Stangen und Zubehör für das Gewichtheben. Hier ein kurzer Einblick im Trainingsraum. Dies ist die aktuelle Mannschaft aus Grevenrother mit ihren Trainern und das waren die Gegner heute, Funkstadt. Und um diese Pokale ging es. Die Athleten wurden immer von ihren Trainern und Betreuern optimal motiviert, wie ich das immer so mitbekommen habe. Und es war, wie gesagt, ein sehr, sehr spannender Wettkampf für mich und für alle anderen Zuschauer. So, wie das vonstatten abgeht, seht ihr hier. Kurze Anweisung, was der Athlet nochmal zu leisten hat auf der Wettkampfplattform, auf was er zu achten hat. Und dann wurde er rausgeschickt, die Hantel war beladen. Nochmal stark geredet. Ja, und dann wurde er losgeschickt. Die zweite Gruppe hält sich dann bereit, was ist ja nicht echt noch. Aber erstmal aufrufen, ein Trainer kommt. So, das war die Mannschaftsaufstellung. Ich heiße euch recht herzlich viel Spaß beim Anschauen. Zu einem Bundesliga-Wettkampf in der Donner Wolfsthal recht herzlich willkommen. Ich komme zur Vorstellung. Als Kampfrichter des heutigen Wettkampfes fungiert Jürgen Kreiner. Das ist Jörg Hund. Oh.
Aha. Richtig schieben. Seht ihr die gesamte Aufstellung aller Athleten mit den Trainern und den Kampfrichtern. Es war ein sehr spannender Wettkampf gewesen. Gräfenrother hat gewonnen gehabt. Hier ist die Ergebnisliste. Da könnt ihr euch nochmal belesen, wie jeder einzelne Athlet gewertet worden ist. Und für alle, die Interesse nun haben am Gewichtheben, die können sich hier bei den Trainern im Sporthalle in Erfurt in Thüringen melden. So, dann bis zum nächsten Mal.